Badezimmer. Als Badezimmer bezeichnet man einen Raum, in dem Badewanne oder Dusche ist, wo meistens auch eine Toilette ist und ein Waschbecken. Moderne Wohnungen und Häuser haben typischerweise ein oder mehrere Badezimmer, die auch kurz als Bad bezeichnet werden. Yoga im Badezimmer. Du kannst Yoga auch im Badezimmer machen, beziehungsweise es gibt einige Empfehlungen für Yoga im Badezimmer. Dazu gehören zum Beispiel die Kriyas. Auf gewisse Weise könntest du auch das Spülen des Mundes, das Zähneputzen und das Waschen der Hände als Kriyas bezeichnen, die tatsächlich im alten Indien empfohlen wurden als Kriyas, die man, gut, dort nicht im Badezimmer gemacht hat, sondern an einem Fluss, an einem Teich, an einem See gemacht hat. Es ist auch empfehlenswert, Neti zu üben, also warmes, lauwarmes Salzwasser durch die Nasen hindurch zu geben in Form einer Nasendusche. Da gibt es ja spezielle Neti-Kännchen und mit denen kannst du Salzwasser durch die Nasenlöcher geben und das kann sehr hilfreich sein, um Allergien zu verhindern und auch um Schnupfen zu verhindern. Auch mit lauwarmem Salzwasser zu gurgeln kann hilfreich sein, gerade in der Erkältungszeit, um einer Ansteckung vorzubeugen. Auch Öl ziehen, also etwas Sesamöl oder Olivenöl in den Mund zu geben und dann einige Minuten zu spülen, ist auch eine der Yoga-Übungen, die man typischerweise im Badezimmer macht. Es gibt noch ein paar weitere Yoga-Kriyas, wie zum Beispiel Salzwasser trinken, 1 bis 2 Liter und dann 2, 3 Finger in den Hals und dann das Salzwasser wieder ausspeien. Das nennt sich Kunja-Kriya oder auch Dhauti oder es gibt auch die Möglichkeit, eine Gase-Mullbinde zu schlucken und dann wieder herausziehen. Das nennt sich Rit Dhauti. Auch ein Einlauf ist eine schöne Yoga-Kriya, die man im Badezimmer macht. Aber die meisten werden täglich eben Zähne putzen, Hände waschen, werden vielleicht den Mund spülen, werden vielleicht Nasenreinigung machen. Und eine schöne Übung, die man auch gleich im Badezimmer machen kann, ist Agni Sara, das heißt mit leeren Lungen Bauch vor- und zurückgeben. Manche machen das gleichzeitig mit dem Zähneputzen, um so 2 Dinge im Badezimmer gleichzeitig zu tun. Im Badezimmer kannst du auch mal dich selbst anschauen, also in dein Spiegelbild schauen, ohne zu viel nachzudenken, wie gefalle ich mir oder nicht, sondern einfach mal 1, 2 Minuten das Bild ganz entspannt im Spiegel anschauen. Das gibt manchmal schöne mystische Erfahrungen, wenn du dich mit dein Spiegelbild mit weichem Blick anschaust. Probiere es mal aus, im Badezimmer, im Stehen oder Sitzen, gut, typischerweise geht es leichter im Stehen, einfach eine gewisse Entfernung zum Spiegel, ins Spiegelbild schauen, weit hindurch schauen und dann fühlen, was nach ein paar Minuten geschieht. Das waren ein paar Anregungen für Yoga im Badezimmer.